wir waren nahe dran, uns zu verloben, ja. Ein Fan war, der war jedes Mal da und ich hatte noch gar keinen Ball getreten, da rief der Littbarski raus. Wir machen nicht nur Talkrunden, nein, wir beschäftigen uns auch mit Kindern und wir beschäftigen uns auch mit Jugendlichen. Und wir haben das dieses Jahr, ich sag mal, begonnen, auch bei Fußballcamps teilzunehmen, uns vorzustellen und den Kindern natürlich auch ein Stück weit die Fußballzeitreise, die Fußballgeschichte erlebbar zu machen. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor. Ja. Und was war dann? Und was war dann? Deutschland war zum ersten Mal Weltmeister, wir hatten den ersten Stern. Und unser Till, du darfst jetzt bitte mal nach vorne kommen. Und Till, du kannst ja nicht nur das Kommentar, du sag mal, du hast ja auch die Aufstellung drauf. Stimmt das? Ja. Und die Position und die Vereine der Deutschen? Ja. Sag mal. Also, Turek aus Düsseldorf im Tor, Posipal aus Hamburg und Kohlmeier aus Kaiserslautern in der Verteidigung. Dann sag mir bitte mal ein paar Namen von den Ungarn. Krosic, Budzanski, Lantos, Bocic, Lorant, Zacharias, Cibor, Krosic, Hidikoti, Puskas und Tot. Der Henry Fuchs ist heute unser Ehrengast, weil... er ist ein bisschen jünger wie ich, gell? Aber er ist ein riesen Fußballspieler gewesen. Gell? Der hat mal in Greifswald hat er mal angefangen, oder da ist er geboren worden, hat in Greifswald angefangen, Hansa Rostock. Das ist in der Nähe von ihm. Gell? So, dann ist er auch nach Köln gegangen und war sogar dann zum Schluss mal Trainer in Erfurt, Rot-Weiß Erfurt. Ja? Ich könnte jetzt noch viel mehr sagen, aber wir wollen das hier nicht in die Länge ziehen. Trotzdem, hier sind erstmal deine Geschenke. Noch schöne Geschenke für dich, weil du heute so toll das gemacht hast. Ich habe dich ja schon mal gesehen, aber ganz toll. Ich bin begeistert von dir. Okay. Bitte schön, das für dich. Und dann sieht man mal, dass selbst kleine Jungs Geschichte verstehen und auch begreifen und sogar absolut im Kopf haben. Also wunderbar. Herzlich willkommen hier in der Cucuna. Ich freue mich, dass so viele den Weg hierher gefunden haben. Sein Höhepunkt 1990, Weltmeister mit Deutschland in Italien. Und jetzt kommst du, Marcel. Ja, begrüßen Sie mit uns zusammen den Weltmeister von 1990, Pierre Littbarski. So. Ja, hallo. Hallo. Hallo, guten Abend. Nicht zu lange, sonst wären die Würstchen kalt. Und wir haben, bevor wir überhaupt heute zu dieser Talkrunde gekommen sind, haben wir unsere Ausstellung besucht. Und wie wichtig ist eigentlich für Sie, Tradition zu leben und Fußballgeschichte zu bewahren? Ja, wir haben ja leider eine sehr schnelllebige Zeit heute. Und wir müssen das akzeptieren, wenn unsere Jungen... Unsere Kinder
sich alle Infos von den, vom Handy holen, was eigentlich auch normal ist für die heutige Zeit. Aber ich habe heute wieder gesehen, als ich bei Ihnen da in dem Museum war, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, dass man mal abschaltet von dem ganzen Stress, dass man mal durchpustet und nicht dauernd aufs Handy gucken muss. Ich bin auch leider Handy geschädigt, weil ich natürlich mit meiner Arbeit da verbunden bin. Und ich habe mich vorbereitet. Ja, und ich habe Ihre Biografie gelesen. Pierre Littbarski. Er war der Einzige, der mein Buch gekauft hat. Und dann noch bei eBay ersteigert. Oh, ersteigert auch noch. Oh, da ist der andere. Ja, meine Geschichte. Sie haben Ihre Biografie geschrieben und das schon mit 34 Jahren. Ja, das. Sie waren noch eigentlich aktiver Fußballer. Und wie viel Pierre Littbarski steckt heute noch in diesem Buch? Würden Sie es genauso noch einmal schreiben? Nein, erstmal, da sind ja viele Infos drin, die natürlich stimmen, aber wenn man ein bisschen älter ist, dann hat man wahrscheinlich auch eine andere Sichtweise. Ich sehe gerade hier Henry Fuchs. Wenn wir unsere Geschichten von früher erzählen, dann sind die 20 Jahre später, fallen die anders aus. Einfach, das spiegelt natürlich da mit 34 meinen Stand wieder, aber heute würde ich es bestimmt anders machen, weil natürlich auch ganz andere Einflüsse noch kamen. Aber es ist recht lustig, wenn man da durch ein paar Sachen durchgeht. Ja, also ich habe mich komplett an Ihre Biografie gehalten. Und Sie sind bei Ihren Großeltern aufgewachsen. Und Ihr Großvater hatte natürlich großen Anteil daran, dass Sie eine Fußballkarriere im Prinzip begonnen haben. Und die haben Sie begonnen beim VfL Schöneberg, wo Ihr Großvater Sie angemeldet hat. Dann sind Sie gewechselt zu Hertha Zehlendorf, eigentlich die kleine Hertha in Berlin, weil die große Hertha Pierre Littbarski nicht haben wollte. Ja, ich hatte ja immer das Problem, jetzt alle, die nicht ganz so groß sind, zuhören bitte. Ja? Ach, übrigens, das kommt auch noch in das Thema rein. Ich hatte übrigens eine ganz tolle Anfahrt, bis ich in die Dusche von dem Hotel zur Post gegangen bin. Ein ganz tolles Hotel. Das einzige Problem war, und ich bin froh, dass Thomas Hessler nicht hier ist, ich musste an die Dusche ranspringen. Weil die extrem hoch dran war, ich wäre fast hingefallen. In meinem Alter ist das dann schon gefährlich. Also, um an Hertha BSC zu kommen, Hertha BSC hat mich einmal angeschaut und hat gesagt, ey, was willst du mit dem, der ist zu klein, gib dem erstmal eine Butterschnitte, damit der ein bisschen wächst. Und da habe ich gedacht, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und habe glücklicherweise in der Jugend bei Zehlendorf recht gut gespielt, in der deutschen Jugendmeisterschaft, und habe dann ein Angebot aus Köln bekommen. Und wir sind ja hier unter uns. Das Allerschlimmste war, ich war Mönchengladbach-Fan. Und jetzt können sich hier speziell die Kölner-Fans natürlich vorstellen, was da los war in meinem Kopf. Und das war auch noch die Zeit, als gerade Gladbach die Meisterschaft verlor in diesem traditionellen, in dem besonderen Spiel als 12-0, ne, war das gegen Dortmund, hatten die Gladbach hatten 12-0 gewonnen und ich war sauer über das 5-1 der Kölner, weil die dadurch Meister geworden sind und muss dann zu dem Verein, aber ich habe es gerne gemacht, weil ich mit Trainer Weisweiler einen hervorragenden Trainer hatte und wir sind dann, ich sehe hier gerade, ich will Ihnen die Einleitung geben, wir sind dann nicht nur fußballerisch, glaube ich, zur Höchstform aufgelaufen. Mit 21 Jahren steht er in der Nationalmannschaft und in der Bundesliga. Wie behält man da die Bodenhaftung als so junger Spieler? Ja, ich hatte so mein Mentor war immer so ein bisschen Toni Schumacher
Und der hat mich gefördert, aber gleichzeitig hat er auch eine ganz sympathische Art gehabt, mich wieder auf den Boden zu bringen. Und es war auf der einen Seite eine harte Schule, auf der anderen Seite aber tat es mir sehr gut, mich zu entwickeln. Man muss sich das so ein bisschen auch vom Gefühlsleben vorstellen. Du fährst zur Nationalmannschaft, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich spiele, und mir fällt der Ball zweimal auf den Fuß und wir gewinnen das Spiel, auch dank meiner Tore. Und ich bin in der Gruppe von 10 wirklichen Topspielern. Ja, und dazu gehört eigentlich auch der entsprechende Trainer. Und den hatten Sie damals in der Anfangszeit mit Hennes Weisweiler, der Sie dribbeln ließ. Aber dann kam Rinus Michel. Ja, erstmal zu Weisweiler muss man sagen, das ist ja ein Schweinehund gewesen. Der hat ein Bier auf den Tisch gestellt, hat gesagt, du trinkst jetzt das Bier. Wenn du das Bier nicht trinkst, spielst du nicht. Ich trinke keinen Alkohol. Ich habe gesagt, trinke ich nicht. Du trinkst das jetzt oder spielst nicht? Nee, trinke ich nicht, bin aufgestanden, bin weggegangen. Nächsten Tag habe ich gespielt und das war der Unterschied zwischen vielen anderen Luftblasen, die ich als Trainer hatte. Der Junge hatte Charakter und dem war das vollkommen egal, was die Leute gesagt haben. Das ist für einen Spieler, natürlich für einen jungen Spieler, extrem gut. Michels knallharter Hund, ich muss aber heute sagen, der hat sein Ding durchgezogen. Der hat also, wir haben mal eine Bank, auch noch, das war gegen Hamburg, da sitzen Klaus Allofs, Klaus Fischer, Toni Woodcock, Pierlet Barski auf der Bank. Wir haben uns natürlich alle über den Trainer mokiert. Aber ein bisschen Recht hatte er auch. Wir hatten eine tolle Mannschaft, aber wir haben nicht gut gespielt. Aber wenn ich jetzt so an die WM 82 zurückdenke, fallen mir da so 2 Skandalspiele ein. Das erste gegen Österreich, 1-0 gewonnen, aber man hat dann halt mit den Österreichern einen kleinen Nicht-Angriffspakt geschlossen, die zweite Halbzeit, oder man hat den Ball in den eigenen Reihen, sage ich mal, sich zugespielt und das Spiel plätscherte so dahin, 1-0 gewann Deutschland. Das zweite Skandalspiel war meiner Meinung nach gegen Frankreich. Der heranstürmende Battiston wird vom Harald Schumacher brutal gefoult. Schwere Gehirnerschütterung, Verlust von 3 Zähnen und ich glaube, der zweite Halswirbel war auch noch gebrochen. Haben Sie mal mit Harald Schumacher, weil er war ja nicht nur ein Kollege in der Nationalmannschaft, sondern halt, Sie haben ja auch mit ihm beim 1. FC Köln zusammengespielt. Haben Sie persönlich... Zimmernachbar war er auch noch. Ja. Und haben Sie mit ihm persönlich mal über diese Situation gesprochen? Und wie haben Sie das damals gesehen? Wie hat sich der DFB überhaupt auch in dieser ganzen Sache verhalten? Es wurde ja dann halt fast zu einem Politikum. Na, das wurde ein Politikum. Also erstmal, das war eine Skandalaktion. Das Spiel, da habe ich 2 Tore vorbereitet. Eins geschossen. Also und den entscheidenden Elfmeter, genau. Und den Elfmeter. Nein, das Spiel war sensationell. Wir hatten diesen einen Moment, diesen Ausraster, diesen Aussetzer. Diese Schockwirkung von Toni Schumacher, die Reaktion von ihm war schlecht. Ich glaube, wenn diese Reaktion nach der Aktion, wenn er sich da um den Spieler bemüht hätte, wäre das ganz anders bewertet worden. Dann gab es auch noch die Aussage von ihm, dem kaufe ich ein paar Jacket-Kronen. Und das kam natürlich nicht hundertprozentig gut an. Ich habe mit dem Toni hinterher auch mal gesprochen und Sie sprechen gerade den DFB an. In der Situation wurde der Spieler ein bisschen auch alleine gelassen erstmal. Das würde heute nicht mehr passieren. Man hat heute ist da eine andere Fürsorge da, man achtet viel mehr drauf. Das war lange Zeit ein Riesenproblem, bis sich dann Battiston und Schumacher trafen. Und das war auch nur die Möglichkeit, dass die zwei das aus der Welt schaffen. Aber es war schade, weil das Spiel war, das war eigentlich ist jetzt bis heute mein absolutes Lieblingsspiel gewesen, wenn diese eine Szene nicht gewesen wäre. Im Buch haben Sie das auch immer sehr gut beschrieben, dass Sie halt sehr sensibel auf die Zuschauer auch reagiert haben. Also ich habe immer gedacht, dass wenn man vor so einer großen Kulisse spielt, dass ein Profifußballer versucht, das komplett auszublenden. Aber Sie haben halt auch hinten bei uns erzählt, dass Sie da sogar einen richtigen Verehrer hatten, der Sie da
den Sie halt wirklich in einem gefüllten Stadion immer wahrgenommen haben. Ja, also wir waren ja auch, zu unserer Zeit war das Stadion schon ganz gut besetzt. Und wir kamen früher von der Nordkurve rein und linke Hand war die Ostgerade und ich zitterte schon immer, wenn ich auf der Ostseite spielen musste, weil da ein Fan war, der war jedes Mal da und ich hatte noch gar keinen Ball getreten, da rief der Littbarski raus. Du kannst gar nichts, ja, dribbel nicht so viel, ich habe nachher nicht den Ball berührt. Und der war permanent da und ich war immer schon Hoffnung, ich lieber auf der anderen Seite, ja, aber wenn der Trainer sagt, bleib an der Seite, ja, Stefan Engels hat das viel gemacht, der wollte immer gern vor der Ehrentribüne spielen, der ist dann einfach rübergerannt, aber ich konnte das nicht und dann habe ich immer gehofft, ja, ich spiele erst auf der Ehrentribünenseite gegenüber von der Ostseite, ich versuche ein bisschen Kredit zu kriegen, auch bei dem, aber meist hat das nicht geklappt, der mochte mich irgendwie nicht, ja. 1986 im WM-Jahr sind Sie 250 Tage unterwegs gewesen. Also von einem Familienleben kann man da nicht sprechen, oder? Ja, und ich habe ja dann gedacht, das wird besser. Und dann habe ich den Job jetzt übernommen, den ich jetzt habe. Und bin genauso viel unterwegs. Ich glaube einfach, wenn man was macht, und ich habe da zu der Zeit auch noch U21-Nationalmannschaft. Nee, Wahnsinn, 90, meinen Sie, 90? Nee, 86. 86. Nee, da habe ich nicht mehr U21. Aber ich habe einfach so viele Spiele gemacht und es ist sehr wichtig, dass wenn man was macht, und dazu gehört auch Behandlung nach dem Training, für einen Verein da sein, Events gemacht, alles, das gehört alles dazu, wo viele heute meckern, das gehört einfach dazu. Und da habe ich gesagt, entweder ganz oder gar nicht, aber 250 Tage von zu Hause weg, da weiß ich gar nicht, ob man da Steuern zahlen muss, fällt mir gerade noch ein. Du, wenn im Ausland, oder? Muss ich nochmal beim Finanzamt anrufen. Ich war wirklich, also es ist wirklich schlimm, man lebt aus dem Koffer und man muss manchmal überlegen, hey, wo bin ich überhaupt? Also ich wache jetzt auch manchmal auf und sage, in welcher Stadt bin ich? Das ist einfach so. Das bringt der Job mit dazu. Ich habe beim Finanzamt gelernt, ich hätte auch da bleiben können, wäre ein bisschen langweiliger gewesen. Also nehme ich das euch auf mich. Und mit 26 Jahren wechseln Sie nach Frankreich, zu Racing Paris. Ja. Und das ist vielleicht ja keine glückliche Zeit, die Sie dort verleben. Ja, man muss erst mal sagen, warum. Ich habe mich also 86, habe ich die Bänderverletzung gehabt. Und aus einer ganz blöden Sache heraus, der Präsident hat mich nicht im Krankenhaus besucht. Und mein Vertrag lief aus und ich wusste nicht, was machen die jetzt. Und dann habe ich gesagt, bevor ich diese Schmach mit Nichtverlängerung auf mich nehmen muss, unterschreibe ich woanders. Aber mein Herz hing halt da, ich habe ein Jahr da gespielt mit den besten Spielern, die es teilweise auf dem Planeten gibt. Wir haben mit 13 Nationalspielern gespielt und nichts erreicht und bin dann nach einem Jahr Racing Paris wieder zurückgewechselt. Ja, und haben teilweise sogar ihre Ablöse selbst bezahlt. Ja, das ist auch lustig. Also, die WM 90. Oh, was ist das für ein Gefühl, wenn man diesen Weltmeisterschaftspokal nach oben strecken kann? Ja, in meinem Fall war es natürlich besonders schön, weil ich ja zweimal nicht anfassen durfte. Zweimal, einmal hält den der bekloppte Maradona in der Hand, ja, als das Finale verloren hat. Der 1986 aber extrem gut Fußball spielte. Und 82 Paolo Rossi, als sie natürlich die bessere Mannschaft waren. Extreme Freude. Aber das entlädt sich erst so zwei, drei Wochen später und man denkt, man ist der Allergrößte. Man ist der Allergrößte. Und Dietzel, waren Sie das? Und man denkt, man ist der Allergrößte und nach drei Wochen beginnt die Vorbereitung und man spielt irgendwo auf dem Dorf und dann meldet dich einer von einer Fünf-Liga-Mannschaft meldet dich ab.
und sag, ey, was willst du denn hier? Weil die sind alle hochmotiviert und du merkst eigentlich, oh, auf der einen Seite ist es ganz toll, auf der anderen Seite ist das aber auch eine Verpflichtung. Und speziell nach 90 ist das nicht einfach und deshalb auch immer wieder, werden wir immer wieder sehen, dass nach großen Turnieren die Top-Spieler sind nicht mehr in Top-Verfassung, weil die einfach alles reinlegen. 6 Wochen, ich habe 6 Wochen mit Andreas Köpke, wir waren nahe dran, uns zu verloben, ja. 6 Wochen, jeden Abend, 9 Uhr ins Bett, Fernseher an, 11 Uhr Schluss, gute Nacht, ja, gute Nacht, Schatz. Also. Oh, ich will Ihnen auch noch was mit auf den Weg geben. Wenn Sie den Andreas Köpke jetzt immer auf der Bank jubeln sehen, und er ist ja sieht ja auch noch gut sportlich aus und sieht auch aus, dass es ein ausgeglichener Mensch ist. Ich habe mir erlaubt, den im Training zu überloppen. Mit einem schönen Lob hinten ins Netz rein. Und damit fing die Misere an. Von dem Moment, als ich ihn überloppt hatte und der Ball einschlug, bis zum Bett hat er kein Wort mit mir geredet. Ich habe dann noch Gute Nacht gesagt, was er nicht erwiderte. Und erst am nächsten Morgen, nachdem ich ihm den Kaffee gebracht hatte, war es wieder in Ordnung, die Ehe war wieder okay. Aber ich will damit nur sagen, 6 Wochen mit einem Menschen, ich verstehe mich gut mit Andreas Köpke, aber Sie haben auch Spieler dabei, wir haben Hansi Müller und Uli Stielicke, darf man wohl auch nicht erzählen, aber ist egal. Die haben keinen Ton miteinander gesprochen. Die haben keinen Ton. Morgen, okay, das war's. Gute Nacht. Das ist schwierig. Wenn Sie einen auf der Arbeit haben, den Sie nicht leiden können, ja, dann stellen Sie sich das mal 6 Wochen vor. Also es ist nicht auch nicht immer ganz einfach. Haben die heute eigentlich alle Einzelzimmer oder was? Ich glaube ja, oder? Die Trainer? Ja, bei uns auch. Der Klinsmann ist einfach nach Hause gefahren, zur Villa während der WM. Also es war, ist nicht so einfach. Also da war ich froh, dass ich Köppi hatte. Kann man in Verbindung bringen mit einem prominenten Spieler, und zwar mit dem Torschützenkönig von der WM 2014, Thomas Müller. Erzähl mal, was machst du mit dem Thomas zusammen? Ja, also mir wurde die Ehre zuteil, dass ich mit dem Thomas verschiedene Werbespots drehen durfte. Es sah dann so aus, dass ich die Tricks halt für ihn double oder auch ein paar Sachen machen, die zu riskant sind für ihn. Er hat ja auch nicht so viel Zeit wie ich. Ich habe sie vorhin vorgestellt, der Mann mit den O-Beinen. Aber sie haben ja nur noch eins. Ja. Habe ich gelesen. Ja, ja. Wie kam es dazu? Ja, das Leben war nicht mehr so komfortabel, hat beim Treppensteigen wehgetan. Und ich habe gesagt, es ist auch eine Methode, wo ich dann noch mit meinem Sohn im Garten bolzen kann, aber wo wir das Bein wieder gerade kriegen. Und dann habe ich hier so eine kleine, das war meine Prothese wahrscheinlich, die stört. Nee, eine kleine Kniebandprothese und kann alles machen. Ich kann joggen, bin heute sogar durch Tabaz gejoggt. Ja, habe ich gehört. Wie ist der Thüringer Wald? Gut? Ja, ist sehr steil. War das damals 1990, 91, als natürlich auch mit Rico Steinmann, später dann Haube, Ralf Hauptmann, ja, mit denen waren sie jetzt vor kurzem auf einer Talkrunde auch in Köln, zum FC kam. Falco Götz war als Flüchtling damals schon da. Aber wie war das, wo die gestandenen Ostspieler dann auch in die Bundesliga kamen? Wie habt ihr das aufgenommen damals in den gebrauchten Bundesländern? Ja, ich habe früher schon ab 17:30 habe ich DDR-Oberliga geschaut. Dann ab 18 Uhr kam der Schwarze Kanal, da habe ich dann schnell auf Bundesliga umgestellt und Sportschau geguckt. Und mir waren diese Spieler alle bekannt, das waren alle waren richtig gute Spieler. Was mir immer auch später auffiel, ich habe ja dann als Co-Trainer von Leverkusen noch mit Bernd Schneider zum Beispiel und mit Micha Ballack gearbeitet.
die waren technisch viel besser entwickelt. Der Ballack hat das Ding von der Mittellinie mit dem linken Fuß ins Tor gehauen. Sowas habe ich selten gesehen. Diese Grundausbildung war extrem gut. Also es gab viele sehr gute Spieler. Ich habe noch mit Ulf Kirsten hatte ich noch die Freude. Ich musste mal flanken und er hat dann die Dinger reingeköpft. Da war ich schon Co-Trainer und da hat er mal gemotzt, wenn die Flanke nicht kam. Aber diese Qualität extrem. Und da waren wir natürlich, davon profitierte natürlich nachher die Nationalmannschaft. Bei mir war das damals so gewesen, das war so ein Briefkontakt. Also wir sind gesehen worden, es waren ja auch viele Scouts, auch in der ehemaligen DDR, die haben sich die Oberligaspiele auch angeschaut. Es war jetzt kein persönlicher Kontakt, zumindest bei mir war es so. Es war im Endeffekt so ein Kontakt, da war ein Brief im Briefkasten und man sollte sich mal unter dieser Nummer melden. Okay. Ich glaube, ich habe 2 Wochen gewartet, ich wusste nicht. Es stand irgendwas mit dem 1. FC Köln drauf. Ich habe mich natürlich viel mit meinem damaligen Kumpel in Rostock, den Daniel Hoffmann, auch oft unterhalten. Ich sage, Hoffi, soll ich ihn aufmachen oder nicht? Man geht auch an, vielleicht weißt du ja im Grunde, was du nächstes Jahr verdienst. Ja? Und wir haben dann, irgendwann nach 2 Wochen habe ich den Brief geöffnet. Ich habe mich dann auch gemeldet bei dem Verein. Aber es war so bei mir, ich war ein junger, talentierter Spieler und die Scouts haben aber nicht den großen Wert auf meine Person gelegt. Es gab andere Spieler, zumindest in Rostock, die dort wesentlich auffälliger waren. Und ich hatte das Glück, eine sehr gute Saison zu spielen, war auch gesund geblieben. Und so lag dann der Fokus darauf, dass dann halt Begehrlichkeiten geweckt worden sind. Und ich war, ich glaube, bei 5 oder 6 Vereinen. Und Litti war das, was ich wahrgenommen habe, auch ein Spieler, der sich auch gelebt hat. Also der wirklich sich als Kapitän für die Mannschaft eingesetzt hat. Ich weiß nicht, wir haben uns hinten unterhalten, wir haben Feiern gehabt. Also welcher normale Kapitän macht in seinem Haus mit insgesamt 25 Spielern eine Mannschaftsparty. Ja? Da, wo die Frau noch umherläuft, die Kinder noch umherliefen. Also es war schon verrückt, aber es war positiv verrückt. Und deswegen auch in der Wahrnehmung heute noch viele Sachen, die wir hinten besprochen haben, die mir eigentlich gar nicht mehr so geläufig waren, aber die ich durch Pierre ein Stück weit wieder auffrischen konnte. Es war natürlich eine sehr erfahrenswerte Zeit, also für mich viele Erfahrungen gesammelt und auch das Glück, mit solchen Persönlichkeiten einfach spielen zu dürfen. Okay, vielen Dank dafür. Danke. Henry Fuchs, welche Rolle spielt der FC noch für Sie in Ihrem Leben? Sie waren ja jetzt vor kurzem auch zu einer Talkrunde in Köln zu Gast. Die ganze Innenstadt hat darüber diskutiert, Litti kommt zurück. Nein, ich glaube, die sind gut besetzt, machen gute Arbeit. Das Scouting ist gut besetzt, haben sich gute Leute da geholt und ich bin sehr glücklich da, wo ich bin. Speziell Philipp König möchte ich nochmal ansprechen. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen auf dem Schirm haben. U17-Spieler, ja, hat auch jetzt schon einige Tore geschossen. Mhm. Ist ja so, wir haben ja den Mike Noack auch hier. Philipp König ist speziell im Stützpunkt gesichtet worden, hat über die Stützpunktarbeit nachher den Sprung geschafft zu Rot-Weiß, ins Leistungszentrum und jetzt den nächsten Schritt zum Bundesligisten. Wie lange begleitet denn ein Scout so einen jungen Spieler oder gibt er den einfach dann ab? Die Trainer übernehmen das oder habt ihr da immer noch auch ein Stück weit Arbeit mit nachher? Na, das, was heißt begleiten? Wir schauen die Spieler natürlich, aber für mich ist eigentlich wichtig, so, wenn man ein paar Spiele gesehen hat und man sieht mehrere Qualitäten, dann muss man zugreifen. Ich halte nichts davon, da warten wir mal noch 2, 3 Jahre oder so. Man muss zu einem gewissen Zeitpunkt zugreifen und dann auch überzeugt sein. Und da muss man den Spieler unterstützen. Ja, viele schöne Fragen. Ich habe das jetzt mal so versucht, so ein bisschen zu sortieren. Fangen wir damit an. Gab es ein besonderes Erlebnis für Sie bei einem Auswärtsspiel auf dem Betzenberg in Kaiserslautern? Oh. Fragezeichen. Eins? Hat der Mario aus Gerstungen gestellt. Mario ist, glaube ich, von unseren Freunden aus Gerstungen. Ja. Hallo. Ja, es war früher so, die Kaiserslauterner haben dir schon Angst beigebracht, wie du dich im Stadion bewegen musst. Das fing also an, dass wir mussten da so durch so einen schmalen Weg durch und da haben die mit allem, was die hatten, gegen den Bus gekloppt. Und dann fand ich es ganz schwierig, da ist so ein ganz schmaler Tunnel gewesen, in der Mitte vom Stadion früher. Und dann dass du schon mal einen so durchs Gitter gekriegt hast, war auch möglich, ja. Dieser nahe Bezug zu der Mannschaft und die waren richtig gut in der Zeit. Ich hab gespielt mal, das war in meinen Anfängen, da habe ich gegen Hans-Peter Briegel und Hans-Günther Neuss gespielt.
die beide Riesen, und das fing also an, dass der eine mir, der Hans-Günther Neuss nahm mich, ich lag auf dem Boden, mich so hochgenommen und ich sage, Kleiner, was willst du denn? Und ja, da war auch selbst ein Berliner mit großer Klappe mal sprachlos. Die haben also, was sie früher geschafft haben, die haben gute Qualität gehabt und die haben die Zuschauer auf ihre Seite gebracht und dem Gegner Angst gemacht. Ich würde mir wünschen, das wäre heute mal ein bisschen, weil das ist echt eine Region, die normal eine Erstligamannschaft braucht. Publikum ist ja genial, aber die kriegen es irgendwie nicht hin. Ist sehr schade. Aber ja. Ich habe Angst gehabt, ja. Zum Abschluss kommen wir zu einem Sportfreund, der hat hier eine ganze Ladung von Karten abgegeben, der hat viele, viele Fragen. Hans Klemm fragt, da in Wolfsburg ja jetzt alle Funktionäre entlassen werden sollen, wer ist denn dann Ihr Ansprechpartner für eventuelle Verpflichtungen? Ja, ich bin ja selber Funktionär. Okay. Was soll ich darauf antworten? Wir sind noch gut besetzt, also geben Sie uns mal eine Chance und lassen Sie uns mal Darmstadt spielen und Heidenheim. Vielleicht scheint dann auch bei uns wieder mal die Sonne. Okay. Ich denke, die Frage von Hans Klemm jetzt, ab welchem Mindestalter werden Spieler abgeworben, haben wir, denke ich, vorhin beantwortet. Also das geht schon auch... Abgeworben. Abgeworben, ja. Wir geben den Jungen eine Perspektive Zukunft. Und eine Zukunft, genau. Okay. Hans Klemm fragt weiter, wenn schon so ein Experte mit Japaner-Erfahrung da ist, sollte er auch ein paar Sätze Japanisch sprechen. Und da habe ich den Vorschlag, Pierre Littbarski macht so eine kleine Abmoderation auf Japanisch und wir haben dann unsere Fußball-Talkrunde damit mit Fragen beendet. Okay? Ich kann Ihnen ja jetzt irgendwas erzählen, wahrscheinlich spricht hier keiner Japanisch, ich könnte ja jetzt irgendwas... Hier ein Feuerwerk abbrennen. Also, Minasan Kyo, Honto Arigato Gozaimasu, Sugoi Tanoshikatta, Imakara, Ushiroano, Sausage Tabete, Yukuri Kaite Kudasai. Also, vielen Dank, der Abend war sehr angenehm, hat viel Spaß gemacht und auf Ihrem Heimweg essen Sie noch Sausage, konnten Sie wahrscheinlich verstehen, essen Sie noch eine Wurst und kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Vielen Dank, Weltmeister Pierre Littbarski. Ja, 1008, ne? Also 1008. 1008? Oh. Ach du Schreck. Hey, gleiche Reihe. Das Christina, das ist mein Schwiegervater. Ich kann nicht. Leverkusen. Also, wir machen jetzt Folgendes, Udo. Du stehst ja eigentlich über mir im Haus, aber wir legen jetzt fest, wir übergeben das Trikot, weil der Marcel hat vorhin gesagt, Leute, das ist ein Matchwörn-Trikot, das ist eigentlich was für die Ausstellung. Familie Schwittal und Familie Storch spendet jetzt das Trikot offiziell an Marcel Wedo und an die Fußball-Treibreise und an die Ausstellung. Okay, Udo, machen wir so. Ja! Sehr gut. Ja! Yeah. Ganz, ganz doll danke, dass Herr Littbarski heute gekommen ist. Auch Herr Fuchs, ganz wunderbar. Auch den Gästen, dass wir da heute so einen tollen Abend erleben konnten, dass sie lange mit durchgehalten haben. Wir haben heute ganz schön dran gehängt, aber es hat riesen Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Ihnen zuzuhören ist ganz, ganz toll. Ja, vielleicht auch beim... Unsere Moderatoren, die haben ja alles aus uns rausgezogen, was es nur gab. Ich habe sie geeicht, die mussten sie quälen. Ja, also haben es, ich glaube, beide sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ja, also. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren.